Auf meinem Kanal sind. Mein Name ist Tamina und ich habe heute noch ein Hair-Tutorial für euch. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich diese Mermaid Waves à la Kim Kardashian mit einem Glätteisen gemacht habe. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und wenn ihr vielleicht einmal unten hier auf den Subscribe-Button drücken würdet und an das Glöckchen denken, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also dann würde ich aber sagen, legen wir los. Als erstes kämmen wir die Haare gut durch, sodass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass keine Knoten mehr drin sind. Und dann teile ich mir die Haare auf. Das heißt, wir fangen einfach dem letzten unteren Viertel quasi an. Den Rest klipsen wir einfach hoch. So, dann nehme ich mein Glätteisen, nehme mir eine Strähne. Ich setze das jetzt hier oben an und drehe das einmal so. Dann drehe ich das um, bewege das aber nicht und gehe ein bisschen runter. Und jetzt drehe ich es wieder. Dann drehe ich wieder in die andere Richtung, gehe ein bisschen runter. So, dass ihr dann quasi so eine Welle bekommt. Und ich hole euch mal ein bisschen näher dran. Je kleiner ihr die Abstände macht, von dem Runterziehen, desto kleiner werden die Wellen. Seht, dass ich drehe das in die eine Richtung. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt. 'Cause you keep me where the stars. So, ich bin jetzt in meiner letzten Partie angekommen. Ich wollte euch das jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man das eben so gut sehen konnte, weil als ich bei den unteren Haaren war. Ihr nehmt euch wieder eine Strähne. Seht ihr, jetzt drehe ich das wieder. Ich ziehe es runter, ich lasse es so. Ich drehe es komplett. Und dann ziehe ich es wieder etwas runter. Wenn ihr das ein bisschen breiter lasst, dann sieht das ein bisschen schicker aus. Und je kleiner ihr halt die Strähnen und die Abstände macht, desto beachiger, mermaid-mäßiger wird das. Man kann das auch mit diesen breiteren Glätteisen machen. Dann hat das halt nicht mehr so diesen beachy-Effekt, sag ich mal. So, und dann ist eigentlich jetzt wieder dasselbe. Wir nehmen uns Strähne für Strähne. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt. 'Cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really Okay, wir haben jetzt alle Haare in Wellen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Haarspray drüber geben und so ein bisschen reinkneten. Dann nehme ich mir jetzt diesen Salzwasserspray, das ist von La Biosthetic. Das gebe ich mir jetzt einfach in die Haare rein.
dann benutze ich jetzt hier noch eine Definition Cream. Das ist jetzt in dem Fall von Gatsby, die natürlich Nude. Und davon gebe ich mir so einen Klecks auf die Hand hoch. So in Haselnussgröße ungefähr, so. Und jetzt werde ich meinen Kopf noch mal, meine Haare nochmal über Kopf drehen und das Ganze so ein bisschen einkneten. Ich gehe nochmal mit Haarspray durch. Und jetzt nehmen wir uns nochmal das Glätteisen, das ist optional, und nehmen uns noch so ein paar von den oberen Strähnen, wo wir gerade nochmal so ein bisschen durchgehen wollen. So, das ist jetzt unser Endergebnis. Ich habe jetzt mir doch noch mal einen Mittelscheitel gemacht. Und das könnt ihr aber natürlich wie immer machen, wie ihr Lust habt. Sieht auch mit einem Seitenscheitel cool aus, finde ich. Man kann sich auch beispielsweise hier diesen kleinen Bun hier oben machen und den Rest der Haare so wellig runter machen. Das sieht auch richtig schön aus. Und ja, ich hoffe, dass euch dieser Mermaid-Van-Look gefallen hat, dass ich vielleicht dem einen oder anderen da jetzt einen neuen Hack mit auf den Weg geben konnte. Und ja, mein Augen-Make-up ist übrigens auch so ein bisschen Mermaid-mäßig inspiriert. Falls ihr da Lust drauf habt, dass ich da ein Tutorial zu drehe, dann schreibt mir das gerne unten mal in die Kommentare, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, dann würde ich mich ganz, ganz, ganz riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Tipps und Anregungen noch für mich habt. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und ich hab euch lieb. Bis bald. Muah.